dolor de la otra persona, ¿verdad? Con ese viento fuerte pasa a... Parece que vos haces nomás a propósito de nosotros, ¿verdad? Ahora nos venimos advirtiendo para que se termine esa situación, ¿verdad? No vamos, no vamos más a permitir atentar contra la vida de nuestro hijo. Ese es. Y de nuestro animalito también. No, se puede ver que es veneno. Como estamos, pero si pasamos veneno, eso es atentado contra la vida humana. A pesar de tu máquina, a ver la situación. Pero si ellos ustedes son dos. Hacenme bien guardadito, pero la se vecino que entonces, consecuencias. Von hier aus, 1000 Meter in diese Richtung, nichts als Soja. Und 1000 Meter in diese Richtung, noch mehr Soja. Und 200 Meter in diese Richtung, Soja. Und da auch, in allen vier Himmelsrichtungen. Wir leben in einem Meer aus Soja. Ein kleines Dorf in einem Sojameer. Die Erde ist der Quell des Lebens. Wenn du sie zu nutzen weißt, ist die Erde vor allem die Fabrik der Armen. Warum nenne ich sie Fabrik? Du pflanzt nur einen einzigen Melonenkern und die Erde gibt dir drei oder vier Melonen zurück. Du pflanzt nur einen Samen und viele kommen heraus. Die Fabrik der Armen, hat man früher gesagt. Und ich sage es heute noch. Dejamos.
In meiner Jugend habe ich in einem Buch gelesen. Darin stand, ein Mann ohne Ziel ist ein toter Mann. Objetivo es un hombre muerto. Das war die Theorie. Ich hatte damals keine Ziele. Also habe ich angefangen zu überlegen und meine ganz persönlichen Ziele zu bestimmen. Als Mensch. Also was kommt zuerst? Eine Familie will ich gründen. Und was brauche ich dafür? Ein Haus. Und wo soll ich es bauen? Auf einem Stück Land. Alle drei Ziele habe ich erreicht. So sind wir, meine Familie und ich, vollkommen unabhängig, weil wir dieses Land haben. Darum ist uns dieses Land so wichtig. Landwirtschaft wurde schon als die destruktivste Industrie denn je bezeichnet. Aber immerhin ernähren wir die Menschen auf der Erde. Es sollte klar sein, dass dies wichtig ist. Dennoch ist die Landwirtschaft ein erfolgreiches Unternehmen. Sie hat es geschafft, 6 Milliarden Menschen zu ernähren. Aber noch sind über 1 Milliarde unterernährt. Also, warum brauchen wir Soja? Bei Soja sind 35-40% des gesamten Gewichts eines Korns Proteine. Es enthält auch viel Öl, aber etwa 40% sind Proteine. Das ist enorm viel pro Korn. In einer kleinen Fruchtkapsel haben wir viel Protein, viel Öl und wenig Kohlenhydrate. So wurde Soja über die Jahre zum bevorzugten Proteinlieferanten im Futter für Hühner, Schweine und auch für Rinder. Wenn wir also effizientere Fleischproduktion wollen, dann suchen wir nach hochproteinreichen Saaten. Und die effektivste und weitaus produktivste, auch weil wir so viel dafür getan haben, ist Soja. Als ich nach Paraguay gekommen bin, mussten wir erstmal den Wald roden. Denn damals war hier überall Dschungel. Es gab Löwen, Tiger. Mit solchen Hindernissen hatten wir damals zu kämpfen. Aber wir wollten arbeiten, um etwas zu erreichen im Leben. Wir haben also die Herausforderung angenommen und haben den Urwald in landwirtschaftlich nutzbares Land verwandelt. Und all das Geld, das wir mit der Kultivierung des Landes verdient haben, investieren wir dann wieder, um neues Land zu kaufen.
Ich hatte Glück, denn ich konnte immer wieder Land direkt neben meinem kaufen. Und der Boden, den wir hier in Paraguay vorfinden, ist perfekt für den Soja-Anbau. Soja ist ein Geschenk des Himmels. Vocês saiam fora com as máquinas aí e daí quando vocês voltarem nós vamos passar lá na frente de novo, tá? Ô Jair, você fica parado ali, espera pouco todas as máquinas sair fora. Die Bulldozer haben Tag und Nacht gearbeitet, um Bäume niederzureißen. Dann haben sie alle Bäume zusammengeschoben und sie verbrannt. Die Mechanisierung in der Landwirtschaft geht rasend schnell. Heute noch träume ich manchmal und sehe den Wald vor meinen Augen. Und dann wache ich auf und alles ist weg. Am Anfang gab es wenigstens Arbeit, da war es noch besser. Sie haben uns abgeholt, um auf ihren Sojafeldern das Unkraut zu jäten. Sie sind mit Lastwagen gekommen, um die Arbeiter aufzusammeln. Aber dann kam die genveränderte Soja und sie brauchten niemanden mehr. Das war irgendwann zwischen 1996 und 1998. Plötzlich war alles anders. Soja ist nicht perfekt. Die Pflanze braucht etwas Hilfe. Sie wird zum Beispiel sehr leicht von Unkraut erstickt. Demnach war die Unkrautbekämpfung eine der ersten Aufgaben, an der Bioingenieure gearbeitet haben. Sie wollten einen Weg finden, damit die Sojapflanzen effektiver wachsen können. Wir wissen, was Unkraut verursacht. Es entzieht dem Boden die Nährstoffe und die Feuchtigkeit, die dem Getreide dann fehlt. Die Bauern haben also schon immer Unkraut gejätet, aber meistens mit einer Hacke oder auch von Hand. Nun gibt es einige Herbizide, die 99% aller Pflanzen vernichten. Das klingt wie etwas Schlechtes, aber für den Bauern ist es gut. Er braucht nur eine einzige Chemikalie, um alle Unkräuter zu vernichten. Glyphosat wurde schon vor vielen Jahren entwickelt und man setzte es ein, um beispielsweise die Bahnstrecken von Unkraut zu befreien. Denn dieses Herbizid ist nicht selektiv. Es vernichtet alle Pflanzen. Ist hocheffizient gegen viele, viele Unkrautarten, aber es wirkt nicht selektiv. Es vernichtet jede Pflanze. Der Vorteil der Biotechnologie in diesem Fall ist nun, dass wir unserem Endkunden, dem Bauern, einen Weg anbieten können, ein sehr effektives Unkrautvernichtungsmittel anzuwenden. Wir verändern Sojabohnen, Mais oder Baumwollpflanzen, sodass sie gegen Glyphosat resistent werden. Und der Bauer kann zum allerersten Mal Glyphosat auf seinem Sojafeld einsetzen und so das Unkraut sehr gut in den Griff bekommen. Es gibt eine Menge Produkte. Und hier in Paraguay ist der Markt sehr groß dafür. Hier gibt es viele Unternehmen, die alle diese Produkte vertreiben. Und jeder, wirklich jeder Landwirt, der hier Soja anbaut, setzt auch Glyphosat ein. Es gibt Roundup, generisches Glyphosat und andere Produkte. Glyphosat wirkt schnell und zuverlässig. Die Pflanzen nehmen den Stoff auf und beginnen, sich zu zersetzen. Die Zellen werden zerstört
und die Pflanze stirbt. Es vernichtet alle Unkräuter, aber nicht die Soja. Wohlgemerkt, nicht die transgene Soja. Herkömmliche, normale Soja stirbt. Alles stirbt. Wenn sie sprühen, weht es von allen vier Seiten zu uns herüber. Meine Erdnüsse sind verdorben. Prozent meiner Ernte ist vom Gift zerstört. Letztes Jahr war die Ernte schon schlecht. Dieses Jahr ist sie noch schlechter. Schlechter als je zuvor. Viele Erdnüsse sind verdorben. Zuerst dachte ich, sie seien nur vertrocknet, aber sie sind völlig ungenießbar. Diese hier sind von diesem Jahr. Von der jetzigen Ernte können wir kaum etwas essen. Nicht einmal die Erdnüsse. Und die sind noch am widerstandsfähigsten. Ich bin nicht die Einzige, alle im Dorf leiden darunter. Soja verstört, vernebelt. Sie vernichtet die nützlichen Freunde des Menschen. Und dann beginnen die Feinde zu wachsen. Also sprüht man Gift, um die Feinde zu töten. Und es wird jedes Mal mehr. Sie haben schon begonnen. Dieses Jahr sprühen sie zweimal. Im nächsten Jahr vier. Das Jahr darauf sechsmal. Auf dem Weg zum Bach konnte ich noch sehen. Ich habe gebadet und bin dann zur Schule gegangen. Wir waren mehrere. Dann in der Schule konnte ich meine Hefte nicht mehr sehen. Schon auf dem Weg musste ich ständig anhalten, weil ich irgendwo gegengelaufen bin. Gegen Bäume. Zuerst hat mir niemand geglaubt. Dann haben sie mich nach Hause gebracht. Sie haben mir nichts erklärt. Der Arzt sagte, das stinkende Gift sei schuld. Sie versprühen es überall, auch am Bachufer. Ich war der Pechvogel. Nur mich hat es erwischt. Sie holen ihr Wasser vom Bach und die leeren Behälter werfen sie rein.
So wird der Bach verseucht. Sie haben mir sehr weh getan. Es ist schwer zu ertragen. Seitdem bin ich blind. Ich kann nicht mehr tun, was ich möchte. Porque justamente la Moacircu originaria ha haro y me obligado. Bueno, llamo un buscuna a la tromposaje y hacerlo mitad. Chofer yo pita el vehículo y él se va directamente a la comisaría. Comisaría, vamos a acompañarle. Decirle a tu patrón o al encargado que tiene que presentar todo el envase que va a utilizarte para. Si no van a tener que quedar preso con. Nosotros vamos a irnos. Dale, dale, subida ya dentro de otra. ¿Necesita llevar el trato? Sí, necesita llevar, sí o sí. Una orden ya. Soja ist für mich wie eine Bombe. Bomba. Sie zerstört unsere Lebensgrundlage. Und zwar die aller Kleinbauern. Die der gesamten Gemeinde. Deshalb ist Soja eine Bombe.
Die Situation hier in Paraguay ist ähnlich wie in Brasilien und Argentinien. Das Gesetz garantiert, dass jeder investieren kann, wie es ihm beliebt. Und dass jeder arbeiten kann, nach Kräften und Vermögen. Hier in Paraguay haben wir sowohl Arbeiter, die in großer Armut leben, als auch reiche Grundbesitzer mit riesigen Ländereien. Das ist das Gesetz der Macht. Wer sein Land vergrößern will, der kann das tun, ohne ein Problem. Hier herrscht praktisch Krieg zwischen den Paraguayern und den Siedlern aus Brasilien. Es ist schon beängstigend. Manchmal gibt es Überfälle. Ich weiß nicht, ob es absichtlich war, aber gestern hat mich ein LKW überholt und blieb dann stehen. Ich wusste nicht, ob sie auf mich gewartet haben. Ich habe in die Luft geschossen, dann sind sie weitergefahren. Wenn sie ausgestiegen wären, hätte ich geschossen. Für solche Fälle trage ich eine Waffe, um mich zu verteidigen. Bis jetzt hatte ich noch keine direkte Konfrontation, aber das könnte jederzeit passieren. Die Zeiten sind angespannt. Gefährlich. Wir kleinen Fische wehren uns. Manche glauben, dass wir aufgeben. Doch das wird nicht passieren. Das hier ist unser Land. Auch wenn dieser Konflikt noch 50 Jahre dauert und Angriff auf Angriff folgt. Wir gehören hierher. Wir können nirgends hin. Wir können nicht aufgeben. Also müssen die anderen gehen. Wir werden unser Land zurückerobern. Wenig Leute im Lager heute. Das da ist mein Land. Und hier. Land, es macht dich frei. Das ist auch meins. Das sind die Sojapflanzen, die wir neulich gepflanzt haben. Wir mussten dann aufhören, weil es Probleme gab mit den Campesinos. Sie sind von dort hinten gekommen und haben einen Traktor entführt. Sie haben ihn mit in ihr Lager genommen. Ich habe da drüben gearbeitet und bin gleich mit meinem Traktor geflüchtet. Liter Glyphosat hatte ich schon versprüht. Das macht ungefähr $2,500 für diese Parzelle. Gewonnen habe ich nichts damit. Wie denn auch? Ich konnte ja nichts anpflanzen. Nur die 5 Hektar. Mal sehen, wie sie gewachsen sind. Sehr gut. Da hinten muss alles noch bestellt werden. Also diese Parzelle. Aber das geht nicht.
Ich bin mit 13 aus Brasilien hierher gekommen. Ich lebte mit meinem Vater in Alto Paraná. Er ist dort gestorben und ich blieb, bis ich 29 war, immer am selben Ort. Dann kam ich hierher nach San Pedro. Ich hatte von diesem Land hier gehört. Dann dachte ich, ich verkaufe mein Land dort, um mit dem Geld hier mehr Land zu kaufen. Also habe ich dort verkauft und das Land hier gekauft. Denn das Land ist gut, fruchtbar, ertragreich. Das einzige Problem sind die Campesinos. Wenn die Lage entspannter wäre, wären wir auch entspannt. Wir könnten arbeiten und gut leben. Sie wollen nicht, dass wir Soja anpflanzen. Ich habe eine Waffe, aber hier hat jeder eine. Alle sind bewaffnet. Ich will das nicht leugnen. Es ist wahr. Denn wenn wir zum Arbeiten rausgehen, müssen wir uns schützen können. Bis jetzt ist noch nichts passiert, aber es kann jederzeit dazu kommen. Prozent der Campesinos, die inzwischen an den Rändern der Städte leben, haben weder Arbeit noch Land. Sie haben in ihrem eigenen Land ihre Existenzgrundlage verloren. Sie gehen weg und leben als Bettler in der Stadt. Sie fangen an zu stehlen und enden im Gefängnis. Manche werden Prostituierte oder nehmen Drogen. Und das alles wegen Soja und der Monokultur. Dann kommen die Unternehmen und übernehmen das Land. Sie füllen sich ihre Taschen. Und die sozialen Folgen sind ihnen völlig egal. Auch die Umwelt ist ihnen gleichgültig. Sie wollen sich nur bereichern, um dann als Touristen an den schönsten Stränden anderer Länder das Leben zu genießen. Darum geht es ihnen, aber wir lassen das nicht zu. Wir wehren uns dagegen. Hier wird ein Dorf entstehen, in dem Menschen leben können. Eine Gemeinschaft. Hier standen einmal Häuser. Und dort drüben auch.
Und dann wurde alles aufgeteilt. Und der Sojaproduzent Moasir hat alles übernommen und die Menschen von ihrem Land vertrieben. Darum haben wir beschlossen, dieses Land zu besetzen. Wir wissen, dass er viel hat und wir haben gar nichts. Wir hatten ein Treffen mit allen, die Interesse an dem Land haben. Dabei haben wir Pläne gemacht, wie wir die Besetzung durchführen wollen. Und wir haben einen Zeitpunkt dafür festgelegt. Als es soweit war, haben wir dort unsere Zelte aufgeschlagen und am nächsten Morgen sind wir dann dort aufgewacht. Wir waren so glücklich, weil wir eine Chance sahen, tatsächlich dort zu leben. Unser Traum ist, also hier entlang verläuft ein Bach mitten durch das Feld. Von diesem Bach an, auf einer Fläche von ungefähr 200 bis 300 Hektar, wird unsere Gemeinde entstehen. Hier pflanzen wir wieder Bäume, sodass ein Park entstehen kann für die Freizeit. Hier und hier. Und da wird das Zentrum des Dorfes entstehen. Und dieses Gebiet hier wird der landwirtschaftliche Bereich. Hier die Felder. Unser Projekt wird zeigen, wie durch soziale Verantwortung neues Leben in Gemeinschaft entstehen kann. Das haben wir unserer landlosen Jugend vorgeschlagen. Hier haben wir ungefähr 200 Hektar bepflanzt. Auf jeder Parzelle wachsen Bohnen, Mais, Erdnüsse, eben alles, was wir brauchen. Diesen Brunnen hat eine Gruppe von Leuten gegraben. Heute nutzen ihn 40 Menschen. In den Zelten 3, 4 und 5 lebt eine Gruppe aus Primavera. Diese Gruppe ist aus Limoy und diese aus Mingapora. Dieses Zelt gehört zum Dorf Lote 8. San Miguel. Die meisten Bewohner sind junge Leute. Das ist der Präsident. In diesem Zelt lebt eine Familie mit Kindern. Wir müssen neue Arbeitsplätze schaffen, damit die Leute nicht nach Spanien gehen. Die Leute suchen Arbeit. Mein Vater hat gesagt, wenn ich hier nichts finde, muss ich woanders hingehen. Unsere einzige Möglichkeit ist, Bauer zu werden. Das ist unser Beruf. Ein Studium ist ausgeschlossen. Dafür sind wir zu arm. Früher wollten wir nicht Campesinos genannt werden. Wir dachten, damit macht man sich lustig über uns. Aber wir Campesinos sind stolz. Wir wehren uns, kämpfen, arbeiten. Und wir stehlen nicht. Thank you.
Y por el estaba según manifestaciones que está teniendo orden de captura por invasión de inmueble ajeno, propiedad privada, ¿verdad? La octava línea de Minga Ponada se había entrado, pues nombraron a ellos como uno de los dirigentes. Y por eso te digo, depende del juez. El juez todo está a cargo de mano del juez, ¿verdad? Cuábica tú me llamo ñama. Hay que estoy con el guila, no, yo, pero que está ahí, pica. Que estoy con el guila, le dije, no. Entonces, ja, tengo un método de presión. Pongo ahí, la método de presión y de represión. Ich habe schon drei Landbesetzungen hinter mir. Ich habe das Problem jedes Mal in aller Ruhe gelöst, ohne jede Aggression. Wo immer ich kann, versuche ich, effizient zu sein. Ich rede nur, wenn ich reden muss. So löse ich immer meine Probleme. Viele Kollegen in der Region haben die gleichen Probleme wie ich. Fortwährend Invasionen von der einen oder anderen Seite. Und Leuten mit einem sehr niedrigen kulturellen Niveau. Sie glauben, sie kommen auf diese Weise zu Land, aber das ist nicht die Lösung. Selbst wenn diese Menschen Land haben, sind sie unfähig, für ihre Existenz zu sorgen. Der Capim Margoso, ne? Ja, Margoso. Esse é o Margoso. Olha, olha o quanto ele é agressivo. Não, sim, né? Vendo que o problema é a raiz dele com a seca e tudo, ele vai embora, né? Este é um dos males que está. Das ist einer der Nachteile dieser Anbaumethode. Weder mit Roundup noch mit anderen Herbiziden kann man dieses Unkraut bekämpfen. Es ist resistent gegen Glyphosat. Seine Wurzeln sind sehr kräftig. Je mehr Wurzeln eine Pflanze hat, desto aggressiver entzieht sie dem Boden die Nährstoffe. Sie pflanzt sich über ihre feinen Samen fort, die der Wind überall hinträgt. Im ersten Jahr hast du eine auf deinem Feld und im nächsten Jahr ist eine ganze Fläche überwuchert. Darum macht uns dieses Unkraut echte Sorgen. What we see since a few years in some soybean area. Wir beobachten seit ein paar Jahren in einigen Soja-Anbaugebieten, dass manche Unkrautarten eine eigene Resistenz entwickeln, durch Mutation des Enzyms, auf das wir zielten. Das Enzym verändert sich etwas und der Schlüssel passt nicht mehr. Der Bauer ist dann in einigen Soja-Gegenden nicht mehr in der Lage, das Unkraut mit Glyphosat zu vernichten. Wenn wir keine Alternativen entwickeln, bleibt dem Bauern auf dem Sojafeld nur eines übrig. Er muss alte Moleküle verwenden, sehr alte Herbizide, die vor 30 oder auch vor 20 Jahren auf den Sojafeldern eingesetzt wurden. Er muss dann auf diese alten Produkte zurückgreifen. Einige waren ziemlich gut, aber die meisten wurden sehr hoch dosiert. Ein paar wurden zwar auch niedrig dosiert, aber der Bauer hatte dann eine kleinere Ernte. So the excitement wasn't the technology per se.
Der Reiz bestand nicht in der Technologie an sich, sondern darin, Resistenzen in Pflanzen zu schaffen, um den Verbrauch von Agrochemikalien senken zu können. Das war mein Ansporn und der vieler anderer Wissenschaftler. Wenn Sie jetzt fragen, woher kommt die Herbizidtoleranz, gibt es dafür mehrere Gründe. In einigen Gesellschaften setzen Bauern vielleicht mehr von dem Herbizid ein, als nötig ist, und beschleunigen so die Selektion. In anderen Gegenden wird möglicherweise Soja gepflanzt. Dann Soja und wieder Soja, also eine Monokultur. Jahr für Jahr dasselbe. Wir haben über 100 Pflanzenarten entdeckt, die heute resistenter gegen Herbizide sind, als sie es waren, bevor wir so große Mengen an Herbiziden eingesetzt haben. Einerseits kam das nicht ganz unerwartet, aber andererseits ist es ziemlich enttäuschend. Das Saatgut, die Düngemittel und alles andere kosten etwa $50,000. Das sind meine Kosten. Und wir haben alles unterschrieben. Wenn wir nichts säen, weiß ich nicht, was wir tun sollen. Wir müssen säen. Die Zahlungen werden fällig. Wir mussten eine Hypothek aufnehmen. Wir müssen bezahlen. Wenn wir nicht bezahlen, verlieren wir unser Land. Ich könnte auch was anderes anbauen, Hirse vielleicht, aber dafür gibt es keine Verkaufsgarantie. Hier in der Gegend haben viele sehr schöne Häuser, perfekt ausgestattet. So eins hätten wir auch gerne eines Tages. Dafür arbeiten wir.
Es wird Auseinandersetzungen geben. Wer weiß, wer dafür bezahlen wird. Vielleicht wird es weitreichende Veränderungen geben. Oder einen Krieg. Mit tragischen Konsequenzen. Die Menschen werden früh oder spät auf die Situation reagieren. So wie Bienen, wenn man ihrem Stock zu nahe kommt. Sie verteidigen sich. Und so muss es sein.
with a big drought in the soybean market, which can be seen obviously by higher soybean prices. Right, right. This obviously has been overcome since, and this year we're expecting probably an oversupply of around, I'd say, 12 million metric. Wir verzeichnen gegenwärtig ein sehr großes Interesse an Sojabohnen mit aktuell 226.000 Verträgen. Der Markt hat demnach sehr großes Interesse an langfristigen Anlagen. Es gibt also eine sehr hohe Nachfrage von den Investoren auf dem Spekulationsmarkt. Als Investoren brauchen wir Stabilität. Wir müssen planen können. Um planen zu können, braucht man Stabilität im politischen System. Das heißt, demokratische Prozesse sind unabdingbar. Und in einigen Ländern brauchen wir Landreformen. Und Südamerika ist nun mal weltweit der größte Sojaproduzent. Als Anlagemanager müssen wir einfach wissen, wie sich die Situation geopolitisch und politisch in Südamerika entwickelt. Das ist sehr wichtig für uns. Bislang beunruhigt uns die politische Situation in Südamerika nicht. Denn Brasilien und Argentinien sind die großen Akteure. Solange die stabil sind, sind wir glücklich. La gente nos atropella con armas, seguramente ellos también se van a defender con armas cuando ya no se sienten protegidos, reitero, por las autoridades. Der mechanisierte, extensive Sojaanbau hat einen sehr hohen Preis für die Gesellschaft und auch für die Umwelt. Ein gesellschaftlicher Preis, denn ganze Dörfer sind verschwunden. Man findet heute in Paraguay inmitten von Sojafeldern einzelne Brunnen und Wassertanks, die dort herausragen. Das heißt, dass dort einmal viele Menschen lebten. Heute sieht man nur noch Soja. Wir müssen auf die dringenden Bedürfnisse von historisch benachteiligten Bevölkerungsgruppen eingehen. Ich meine die indigene Bevölkerung, die landlosen Campesinos, seit langer Zeit Menschen ohne Bildung, Gesundheit und Arbeit. Dennoch müssen wir anerkennen, dass dank der großen Unternehmen, unterstützt durch den Staat, Paraguay zum, ich glaube, weltweit viertgrößten Soja-Exporteur werden konnte. Und dass die steigende Produktion und der zunehmende Export auch eine wichtige Einnahmequelle für das Land darstellen. Muchas gracias, Diego Lomitán, por el ministro del Interior, doctor Rafael Frisola, sobre el tema seguridad. Seis minutos de café. Bueno, dos. Tenemos una posición bien clara en el gobierno. La mayoría de los reclamos que hacen las organizaciones campesinas son reclamos justos, pero tienen que ser canalizados
a través de las instituciones correspondientes. En ese sentido, nosotros por un lado le vamos a dar, le estamos dando y le vamos a seguir dando a los productores toda la garantía de que puedan producir. A partir del lunes, nos decían los productores, inicia la siembra. Es liegen 17 Räumungsbefehle vor. Und ab heute werden sie wirksam. Uns wurde mitgeteilt, dass heute Nacht gegen 1 Uhr das Lager geräumt werden soll. Es kann sein, dass sie uns einkreisen, alles konfiszieren und uns verhaften. Wir ziehen uns lieber zurück, als ins Gefängnis zu gehen, wo sie uns wie Kriminelle behandeln. Das Volk ist verwaist, seinem Schicksal überlassen. So ist es. Jetzt helfe ich meinem Sohn, sein Zelt abzubauen, denn die meisten sind schon weg. Con uno de los dirigentes campesinos de la comunidad de Santa Rosa, para vos, buen día al señor Jerónimo. Buen día a todas las mamás y tetas pichacueras, hoy en el Yapuzacabe, Cocucuecuarebe, Coabe, Cocomunidades, demuestra una vez más que la fiscalía y los poderes estatales están actuando
acompañando con los grandes empresarios, tierratenientes, la gente oye ya Nandí, o las apas y que hay carpa, o jaoya ramas y que hay 8 compañeros, con apengo recibir respuesta con los problemas sociales, pe, o me es que hay una pecha, con apelando huere, coyamba, vela, oye, jaaba, o reclamar y que hay un pedazo de tierra. Ha, entonces, coapa es justicia, pea la información a la ciudadanía. Esto es injusticia. Entonces, la ñan de justicia me acajará. Cuerapa no ha moiteo, y no yo ubica mi jamuabia. Uno comenta versión diferente, ¿verdad? Pero son cosas que están sucediendo en este cierto momento en la comunidad de Santa Rosa de Lima, distrito de Mingapora. Por acá también el otro. Sie glauben, sie haben gewonnen. Sie säen und sprühen. Die Situation ist heikel. Wenn es ernst wird, dann haben wir keine andere Wahl. Dann wird es Gewalt geben. Wir sind dagegen, aber es ist besser, aufrecht zu sterben, als auf den Knien zu leben. Und so wird es weitergehen. Wenn sie vorrücken, bündeln wir unsere Kräfte. Und dann leisten wir Widerstand. Mit aller Kraft. In der Region und im ganzen Land. In der nächsten Runde. Wir waren alle verzweifelt. Es sieht so aus, als sei nun alles geregelt, aber warten wir es ab. Hoffen wir das Beste. Wenn die Ernte gut wird, bin ich aus dem Schneider. Ich muss es versuchen. Productores, los grandes latifundistas, los grandes terratenientes, aumi, caraipo guasucuea, la aume mego y equivale la balanza, lo mitán. Ñeimea, ya lucha, oñoni de escuela, te gotea ña mojeta, a verlo, compa. Jaña ña mojeta, na, ñande como pira y como poquito paraguayo, y gato agua enseñando en la pira guazú. ¡Gracias!
Wenn wir uns nicht zusammenschließen, werden wir die letzte Generation sein von Kleinbauern, so wie ich und meine Familie. Die letzte Generation. Später wird man nur noch in Büchern lesen können, wie wir Bauern gelebt haben. Man wird von dieser Zeit reden wie von der Steinzeit oder dem Altertum. Es wird Geschichte sein, wie die Kleinbauern gearbeitet haben. Und auch sie wird verschwinden. Wenn wir uns nicht wehren gegen diese Politik und dieses Produktionssystem, dann war es das. Examen de sangre y apócoli, ñaimepa contaminado. Según información informal, hoy peor y coma. Hoy más 9. 3 en extrema situación hoy. Gente que entiende la materia, ya que por lo tanto, o sugerían de ñaguajeangua a la Fiscalía del Medio Ambiente, añadenunciangua al fiscal del Medio Ambiente los hechos ocurridos en esta comunidad. Aunque sea una persona, oye, ¿cómo va a proponer que hay Jerónimo para andar hoy? Ah, si hay menos, pues problema la de mi contenido. ¿Cómo te la pasaje? No puedo. La pasaje. Para un pasaje de Yarecoma. ¿Es Jerónimo? Sí. Ahora me tapo. ¿Te ando ya por tarde? Sí. Muy bien, peado. Bueno, ya Juana, 20.000 euros. Son 40.000 mañana.